Zum Geely Galaxy E8 habe ich vor 2 Monaten schon mal ein Video gemacht. Da waren aber noch nicht alle Details und vor allem der Innenraum nicht bekannt. Das holen wir jetzt nach, denn es wurde so ziemlich alles über die schicke Elektrolimousine veröffentlicht. Also erfahrt ihr auch alles, was man zum Geely Galaxy E8 wissen muss, jetzt hier auf Project Drive. Galaxy ist eine neue Serie unter der Marke Geely. Diese verfügt jedoch über ein eigenes Logo und eine eigene relativ breite Modellpalette. Laut Geely wird die Marke Galaxy 7 Fahrzeuge umfassen. Das erste Galaxy-Modell ist bereits auf dem chinesischen Markt gestartet. Es ist das Plug-in-Hybrid-SUV Galaxy L7. Das zweite Fahrzeug der Galaxy-Reihe ist die Galaxy L6 PHEV-Limousine, die bald auf den Markt kommen wird. Und der dritte wird die elektrische Limousine E8 sein. Der Wagen sieht dem Konzeptauto Geely Galaxy Light ziemlich ähnlich. Der Galaxy E8 übernimmt eine neue Designsprache mit dünnen LED-Lauflichtern, die direkt unter der Motorhaube sitzen. Vorne ist der geschlossene Kühlergrill mit Punkt-Matrix-Strukturen verziert, die bei Beleuchtung deutlicher hervortreten, gepaart mit scharf geteilten Scheinwerfern auf beiden Seiten und einem trapezförmigen unteren Kühlergrill. Im Vergleich zur silbernen Außenkarosserie auf den zuvor veröffentlichten offiziellen Bildern waren in Gelb und Pink weitere jugendlichere Farben zu erkennen. Das Galaxy E8 verfügt über ein Fastback-Design mit kurzen Überhängen vorne und hinten. Auch Designelemente wie rahmenlose Türen und versteckte Türgriffe fehlen nicht. Das Auto hat eine glatte Dachlinie und eine einzelne Rücklichteinheit mit der Aufschrift Geely. Die offiziellen Bilder vom Innenraum zeigen einen 45 Zoll 8K-Bildschirm mit einer effektiven Anzeigefläche von 1130 x 138 mm und einer Dicke von 9,8 mm, der sich vom Fahrer bis zum Co-Piloten erstreckt. Sozusagen für den Antrieb des Cockpits soll ein Qualcomm Snapdragon 8295-Chip sorgen. Das andere auffällige Element ist das unten halb abgeflachte Lenkrad. Es scheint, dass diese Art von Lenkrad bei neuen chinesischen Elektrofahrzeugen immer beliebter wird. Derzeit haben zum Beispiel das Tesla Model S und andere Modelle diese Lenkradstruktur übernommen und es wird erwartet, dass das Geely Galaxy E8 sie nach der Massenproduktion weiterhin verwenden wird. Da es sich bei diesem Lenkrad jedoch um Technologie handelt, die höhere Sicherheitsanforderungen haben muss, wie beispielsweise Steer-by-Wire, gibt es zu dieser Konstruktion gemischte Meinungen. Der Geely Galaxy E8 ist 5,01 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,46 Meter hoch bei einem Radstand von 2,92 Meter. Damit bleibt er hinsichtlich der Größe auf einer Linie mit Autos wie der Mercedes-Benz E-Klasse, dem Audi A6 und so weiter. Die hintere Spur ist etwas breiter als die vordere. Die E-Limousine hat einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,19. Das Leergewicht des Galaxy E8 beträgt 2030 Kilogramm und das Gesamtgewicht erreicht 2440 Kilo. Es handelt sich also um eine ziemlich schwere Limousine. Darüber hinaus soll die Leistung von einem 200 kW Elektromotor und einem 62 Kilowattstunden oder 76 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaket stammen, was eine Reichweite von 550 Kilometern bzw. 656 Kilometern ermöglichen soll. Einige High-End-Geely-Fahrzeuge verwenden normalerweise Akkupakete von CATL, allerdings übernimmt das Galaxy E8 den Akku direkt von Geely. Somit stammen im Endeffekt sowohl der E-Motor als auch die Batterie von Geely selbst. Dadurch können die Kosten des Fahrzeugs gesenkt und die Kompatibilität des Antriebsstrangs verbessert werden. Zur Auswahl stehen übrigens sowohl 18 als auch 19 Zoll Felgen. Selbst in China war man sich bisher über die Preisspanne des Galaxy E8 nicht sicher. Einerseits handelt es sich um eine relativ große Limousine mit ansprechendem Design, andererseits verfügt er nur über RWD und eine LFP-Batterie. Zuvor wurde gemunkelt, dass er für 37.500 Euro verkauft werden soll, aber der E8 sieht eher wie ein BYD-Hahn-Konkurrent aus. Und die elektrische Version vom Hahn gibt es in China ab 26.500 Euro. Die Preise des E8 werden also in China bei 25.400 Euro beginnen. Für eine 5-Meter-Limousine ist das ein recht attraktiver Preis. Ich finde, dass das ein wirklich gelungenes Design für eine Limousine ist.
Aber wie gefällt euch der Galaxy E8? Glaubt ihr, dass der auch zu uns kommen wird? Und wenn ja, was kostet der dann? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!